Betrieb in den Gassen von der Medina, der Altstadt von Tunis. Und damit ganz herzlich willkommen zu unseren Spezialsendungen aus Tunesien. Diese Woche sind wir in Tunis und nächste Woche dann im Süden in Djerba. Diese Woche begleiten wir Christa Rigozzi und ihren Verlobten Giovanni Marchese in ihren kurzen Liebesferien. Hallo ihr zwei, Giovanni. Hallo. Habt ihr schon zünftig eingekauft? Ja, sicher. Ich habe gekauft die Tabak für meine Shisha in der Schweiz, ja. Was hast du gekauft, Christa? Also ich im Moment Postkarten und so weiter. Ich suche diese tunesische Ballerinas, die ich liebe. Ich liebe Schuhe und darum ich suche das. Ich muss verhandeln. Und wer verhandelt besser von euch zwei, du oder dein Giovanni? Sicher Christa. Ja, weißt du, als Blondine hier in Tunesien hat man Vorteile, oder? Gewisse Vorteile. Wie viele Kamele hat man dir schon geboten? Un signore mi ha proposto 35 camelli, ma io a meno di 50 non la vendo. 35 Kamele hat man geboten, aber also mehr wie 50 müsste schon sein. Ich glaube, du wirst sie nie hergeben, oder? Noch mehr Impressionen von Tunis nach unseren Schlagzeilen. Ein wunderschöner Blick hier auf den Golf von Tunis. Wir sind in Sidi Bouzaïd im Café des Delis. Christa und Jo, solche Momente der romantischen Zweisamkeit, die sind bei euch eher selten, oder? Ja, die sind sehr selten, weil ich arbeite viel, ich bin immer unterwegs und darum die Momente mit ihm sind sehr selten. Es gibt nicht so viele und wir genießen die Ferien zusammen. Ihr wart gerade kürzlich auf einer Kreuzfahrt. Auch das wurde dann in den Medien gezeigt. Gibt es überhaupt Ferien für euch ohne Fotografen oder Kameras? Das sicher. Es gibt auch Werbezwecke, aber wir werden diesen Sommer private Ferien machen in Amerika, oder? Ja, wir gehen in Amerika, wir machen die Route 66 und eine Woche in Hawaii Island. Giovanni, deine Christa ist ja sozusagen deine Lebensversicherung. Sie ist ja die erfolgreichste Miss überhaupt oder Ex-Miss. Hättest du sie manchmal gerne ein bisschen mehr für dich? Sie arbeitet so viel, ja. Trovo questa cosa molto bella, ma il fatto di sapere che lavora, ma che è sempre mia, mi fa felice, quindi va tutto bene. Also du bist zufrieden, sie arbeitet viel, aber hättest sie trotzdem gerne ein bisschen mehr, vielleicht nur für dich, aber du bist stolz auf sie. Ja, lavora molto, ma passa molto tempo anche con me. Quindi sono gut, und Giovanni ist ja immer dabei. Also ich meine, das muss man auch so mal finden, ein Mann, der sich dir so anpasst. Was heißt es sonst noch, den Verlobten zu sein von Christa Rigozzi? Ja, sicher, er hat mir in diesen 3 Jahren immer unterstützt. Er war immer dabei, wenn ich einfach eingeladen war. Sonst, wenn ich arbeite, sagt, arbeitest du allein? Er ist nie eifersüchtig gewesen und darum, ja, er ist super, oder? Du bist sehr süß. Oh. Amore. Amore mio. Wie ihr es schafft, trotz dem Showbusiness und der Öffentlichkeit zusammenzubleiben, was ja keine Selbstverständlichkeit ist, über das reden wir gleich. Zuerst gibt es Last-Minute-Styling-Tipps, und zwar im Bericht von Nada Steimer und Christian Beck. Sie sind zusammen nämlich am Flughafen Zürich mit dem Stylist Clifford Lilly. Tee à la menthe. Genauso süß und stark wie die Liebe von Christa und Giovanni. Warum seid ihr trotz Öffentlichkeit immer noch zusammen? Zuerst ist die Liebe sicher. Wir sind seit 10 Jahren zusammen. Es gibt eine große Liebe, es gibt gegenseitiges Respekt, Vertrauen. Und er ist einfach immer mit mir, auch wenn ich in diesem Bereich arbeite. Christa ist sehr, sehr begehrt und verdient sehr viel Geld, mehr als du im Moment. Wie gehst du damit um? Ma per me questa cosa può solo portare ich habe viel Respekt für sie. Sie verdient auf eine geniale Art ihren Lebensunterhalt. Pur avendo questa fortuna, io posso dirle solamente brava Christa. Oh, Komplimente. Also du bist richtig stolz auf deine Christa. Dank. Du hast vorhin gesagt, Giovanni ist nicht eifersüchtig, obwohl du so begehrt bist. Wie eifersüchtig ist denn die Christa? Ich bin mehr eifersüchtig als er, weil alles, was ich mache, kann bin in der Presse. Er ist immer allein, wenn ich arbeite. Darum, nein, er ist nie eifersüchtig gewesen und ich immer mehr als er. Gut, Giovanni ist ja auch ein sehr offener Typ. Ich glaube, er hat im Hotel dann schon eine italienische Fernsehmoderatorin angesprochen. Stimmt genau. Das? Ja, warum nicht? Er hat schon mit ihr gesprochen und er wollte, dass ich kam. Auch habe ich gesagt, nein, wenn er ein Mann kommt, okay. Aber sie kann sie wie ist dann die Christa, wenn sie eifersüchtig ist? Lässt sie da die Krallen? Ich bin ein Stier, wie meine Sternzeichen. Es kommt auch rauf. È vero, vero, posso confermare. Das kann ich bestätigen. Sie kann hart sein. Ja. Il carattere tosto. Es ist gefährlich. Man muss nie die Christa sauer machen. Okay, ich bleibe auf Abstand. Nein, du bist ein Schatz. Christa, du liebst ihn über alles. Was gefällt dir an deiner Christa?
Praticamente tutto, però se devo dire una qualità, eigentlich alles, sie unterstützt mich. Und sei auch mit mir, das ist nicht immer einfach. Warum ist es nicht einfach, an deiner Seite zu sein? Stare con me e il sopportarmi sono abbastanza difficile, però lei ci riesce bene. Er sagt, nein, er ist nicht der einfachste. Wieso? Wieso ist nein, das schwierig? Nein, ich meine, er ist nicht schwierig. Ich bin schwieriger, weil ich bin sehr dickkopf, ich will alles und so. Darum manchmal neben mir ist es schwierig zu sein. Aber Streit gibt es auch mal, wegen der Karriere zum Beispiel? Also wegen der Karriere, nein, wir streiten nie, weil wir sind einfach einverstanden und wir sprechen viel. Unsere Beziehung ist viel auf Sprechen und Diskussionen basiert. Es gibt sicher streiten, wie in alle Paar, das sicher, aber über auch ganz kleine und dumme Dinge. Das ist normal. Was typisch ist für Christa und Giovanni, das werden wir bestimmt auch in eurer Suite erfahren. Wir gehen jetzt ins Hotel The Residence und schauen uns ein bisschen um. Zuerst genießen wir aber noch den Tee à la menthe. Und für sie gibt es jetzt unsere Hotshots für unterwegs, zusammengestellt von Andrea Wimmer.